Dienstag, 13. Dezember. Es sind noch 11 Tage bis Weihnachten. Doch für 350 Schüler der Landesschule für Körperbehinderte ist schon jetzt Bescherung. Denn Xabi Alonso, Uli Hoeneß, Jerome Boateng und Karl Hopfner besuchen ihre Einrichtung. Ein fast schon traditionelles Ereignis, denn die Partnerschaft existiert schon seit Mitte der 60er Jahre. Diese 50 Jahre, glaube ich, sollte man auch fortführen, weil es ist eine gute, es ist eine schöne Partnerschaft und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wann immer wir eine Möglichkeit haben, wird der FC Bayern ein offenes Ohr für die Belange der Landesschule haben. Und deshalb spendet der FC Bayern alljährlich eine schöne Summe für wichtige Lehrmittel. Aber viel wichtiger ist den Kindern der persönliche Kontakt zu ihren Idolen. Ein Selfie mit Jerome Boateng wird den meisten vermutlich wichtiger als jedes Weihnachtsgeschenk. Also es ist wirklich schön, es ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Eine Stunde nimmt sich die Delegation des Rekordmeisters Zeit, um den Kindern einen schönen Nachmittag zu bereiten. Und so mancher wird diese Zeit wohl kaum mehr vergessen. Was ist das? Ein Autogramm. Es ist besonders, hier zu kommen und zu teilen diese Zeit mit diesen Kindern. Sie sind sehr speziell und wir wollen ein bisschen helfen auch. Fotoshooting, Autogrammstunde, ein Quiz und zum Schluss die Verlosung von Preisen. Es ist viel geboten für die Schüler. Und zudem gibt es für jeden noch ein Weihnachtspräsent vom Lieblingsclub. Ciao. Alles Gute. Also vielen Dank, alles Gute, schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten für Ihre Frau. Halleluja, ja. Danke, der Tag ist gerettet. Frohe Weihnachten. Ja genau, frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Jahr.